Die Eisheiligen dieses Jahr werden uns wohl voll erwischen, denn ein richtiger Ausbruch arktischer Luftmassen steht uns bevor. Wir sehen es richtig, wie kalte Luft aus Norden auf heiße Luft im Süden trifft. Und da ist richtig Musik drin, denn da passiert ganz schön was am Wochenende. Also die Eisheiligen schlagen dieses Jahr voll zu und sind übrigens auch sehr pünktlich. Also was sehen wir? Am Freitag gibt es noch 20 Grad, am Samstag vielleicht sogar 25 Grad. Und am Sonntag möchte ich nicht ganz ausschließen, dass es lokal sogar 30 Grad geben kann im Süden. Aber dann sehen wir auch, dass im Norden die Temperaturen schon wieder abnehmen. Und in der Nacht zum Montag gibt es auch wieder Frost in der Mitte. Okay, da passiert irgendwas. Was heißt das fürs Wetter? Wir sehen am Samstag und auch am Sonntag vor allen Dingen sehen wir Gewitter, also schwere Sommergewitter brauen sich da zusammen in der heißen Luft. Da gibt es dann Blitz und Donner, Starkregen und Hagel, also ja richtige Sommerunwetter. Und dann kommt aber die kalte Luft am Sonntag bzw. am Montag dazu und plötzlich haben wir Winterunwetter und es gibt Schneefall und eventuell auch Blitzeis. Also da müssen wir nochmal schauen, wo und wann das auftreten kann, aber die Gefahr besteht. Also es ist ein Wahnsinn, wie das wechselt von Sommer direkt in wenigen Stunden auf Winterbetrieb. Und ja, die Frage ist eigentlich nur noch, wie lange hält das eigentlich an? Wie lange können die Eisheiligen uns eigentlich im Griff behalten? Das sehen wir hier ganz gut. Ja, ich habe mal Hamburg rausgenommen als eine eher der kühleren Städte. Aber da sehen wir sehr gut diesen Einbruch der Temperaturen am Sonntag beziehungsweise am Montag. Da geht es richtig runter. Und die gute Nachricht hier ist, okay, das ist am Freitag an der kalten Sophie allerspätestens auch wieder vorbei. Also die Eisheiligen kommen heftig. Sie sind sehr, sehr pünktlich, aber zum Glück gehen sie auch wieder pünktlich und danach wird es doch wieder eher sommerlich warm. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf weather.com.